Wie wächst ein junges Talent zur musikalischen Persönlichkeit, die auf der Bühne die Menschen mit ihrem Spiel hinreißt? Wir begleiten zwei Schülerinnen des Geigenpädagogen Zakhar Born, die ihren Traum von der großen Karriere verfolgen. Erst kürzlich hatte ich mein 10-jähriges Jubiläum, also 10 Jahre Giga gespielt. Und der Papi und ich haben ausgerechnet, wie viel das ist. Jeden Tag 5 Stunden gewählt. Das ist ein ganzes Jahr in meinem Leben, habe ich Giga gespielt. Ja, Tata, die. Ja. Ты должен быть в курсе этого. Вот именно поэтому. Сейчас как раз такая ситуация. Как раз те самые группы, по которым тебе надо вот то, что он никак не может тебе представить. Ты знаешь, вот ты должен быть. Ну, play.私の夢はどんどん上手くなりたいってことなんですけども、いつかは先生みたいなああいう音が出せるようになったらいいなと思ってますけども、夢っていうかあんまり自分でゴールとか設定してないので、どんどんどんどん上手く、どんどん練習して上手くなれればそれでいいんです。 Little Mozell, вот, вот diese First und diese First. Тарья-та-та-та-та-та, тарья-та-та-та-та. Ja? In seiner Akademie in Interlaken nimmt Zakhar Born nur die Besten des weltweiten Nachwuchses auf. Derzeit durchlaufen 24 junge Geigerinnen und Geiger seine Ausbildung und reisen hierfür alle 2 Monate für 10-tägige Meisterkurse in die Schweiz. Legato, aber new articulation. Tita und concentrate. Da. Aber Vibrato ist Augenblick too late. Together. Yumi Hidarides. Yumi Hidarides. Together. Tia. Skoi. Ja. Ja. Very good color. But little more bow. Die jungen Leute müssen für dieses Instrument eine Liebe haben. Und natürlich, was das heißt, dieses Talent von Gott. Ja, und natürlich meine Sache, dass diese sehen, wie dieses Talent hoch ist. Yeah. Ja, na gut, aber was lange machen diese Luft? Sie ist gleich, aber erst trotzdem beginnt das. Ja? Deswegen, ich würde diese 2 Noten. Dann du kannst aktiver machen, wenn du diese Schleuse ver. Ja, Papa. Ja. Der Brunnen sagt, das Angenehmere ist oft nicht das Bessere.
Das stimmt auch, weil ich denke, der Mensch ist ein bisschen so gerichtet, dass er lieber das macht, was ihm einfach vor allem leichter fällt, als das, was er nicht so gut kann. Ganz motorisch, ja. Aber hier für Qualität und auch melodische Resultat. Bruns Methoden polarisieren die Fachwelt. Von seinen Zöglingen verlangt er, sich seinen Interpretationsvorgaben bedingungslos zu fügen. Zu seinen berühmtesten Schülern gehören so unterschiedliche Musiker wie Daniel Hope, David Garrett oder Maxim Vengerov. Sie haben ihm den Ruf des Meistermachers eingetragen. Und dieser wirkt wie ein Magnet. Weltweit. に、この人のお父さん、この人のパパの、紹介で、日本で先生がいらしてる時に1回だけチャンスがあるというので。 偉大な外人っていうのもあったけども、その偉大な方に会ったのは初めてだったし、ちっちゃかった分すごく迫力が、迫力負けして本当に。 Sie hat schon etwas gespielt, das war nicht etwas Besonderes, aber etwas, wie ich habe gesagt, für mich war interessant in diesem Jahr. Ich habe geplant eine Entwicklung, welche normalerweise ist fertig in 3-4 Jahren. Und wie war meine Überraschung, wenn in 3-4 Monaten das war fertig? Dann ich habe geglaubt, ja, das ist etwas Besonderes. Voll Sound. Of course, that's a very, here not too much diminuendo, here not accent. When I have sie gehört, sie hat mir in erster Linie diese, wie sagt man, Inside-Faust, diese Kraft. Und dann ich spüre, wenn das richtig organisieren, das wird explodieren. Diese, und das so gekommen und jeden Tag auch kommen diese Fortschritte.
Also sie hat mit 5,5 angefangen, Geige zu spielen. Es ist mir so in den Ohren gelegen. «Mami, kannst du mir etwas zeigen?» Und ich habe ihr ein Stückchen vorgespielt, das bekannte «Twinkle, Twinkle, Little Star». Und ich gebe der Elia Geige in die Hand und sage «Okay, spiel nach». Und sie spielt mir das einfach nach. Und denkt «Okay». Das ist jetzt ein bisschen komisch, ich kann ihr nichts erklären. Das heisst, ich habe ihr einfach die Finger, den ersten und den dritten Finger angeklebt, aber sonst habe ich ihr nichts gesagt. Sie hat den Seitenwechsel gerade gemacht, sie hat den Bogen perfekt gekippt, wenn sie mit der Geige auf die Welt gekommen wäre. Und dann haben wir schon gesagt, das Kind, das müssen wir fördern. Das ist doch ein bisschen außergewöhnlich. Elea und Mone kommen beide aus Musikerfamilien. Ihre Mütter unterstützen sie mit großem Einsatz. Das tägliche, stundenlange Üben bestimmt ihren Alltag. Wenn ich allein übe, dann ist es sehr streng, weil du halt einfach die Geige nie abnimmst. Nie gibt es eine Pause oder so irgendetwas. Aber ich kann selber sagen, wo es lang geht. Du bist nachher laut und dann gehst du nachher zurück dahin, gell? Und dann da bei der. Da, ja, nein, also da bleibst du nachher da. Parat sein, das Essen ist nie parat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Mami übe, das ist dann irgendwie. Keine Ahnung, es ist einfach so, irgendwie, wenn dir jemand sagt, der dir irgendwie nachsteht, wie jetzt eben deine Mutter, dein Vater oder was auch immer, dann wirst du irgendwie schneller hässig. Und ich kann eigentlich gut mit Kritik umgehen, aber wenn es von ihr kommt, ist es irgendwie nicht so das. Ist es dann bei ihr daheim? Ja. Okay. Kannst du sie noch fragen, was sie gerne hat? Ah, ja, genau. Sie wird schon 18. Sie wird 18, Wahnsinn. Und 24? Es werden die letzten Zeit irgendwie alle 18. Mhm. Irgendwann kommst du in das Alter rein, wo du nicht immer alles sagen lassen von den Eltern. Wo du manchmal das Gefühl hast, du wüsstest es besser, wenn du es eigentlich überhaupt nicht besser weißt. Das hat immer mit der Dienst gemacht, mit der Bettina vorne. Mhm. Und jetzt müssen sie es aber nicht mehr zusammen machen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, entweder sie macht es mit oder mit anderen. いた。どこ行っ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 た。どこ
この上の音ね、こうやって潰しちゃうからねーってやんないで。あんまり馴染めなくて、それより他のことして遊ぶんだったら楽譜読むとかそういう方が自分は好きだったので、あんまりちっちゃい頃からそういうのが嫌だなと思ったことはないんですけど、今はもう練習しなかったら先がないっていう気持ちしかないです、そう、そしてビブラートもうちょっと幅広げて、この音にさ、先生って膨らみがあって、ターンターンもさ、なんていうの、一個ずつなんていうのかな、膨らみがあるんじゃない、あとでーでーってやつでしょ。Wenn die Lea 9 Stunden würde üben pro Tag, dann wäre sie sicher noch auf einem anderen Level, das ist klar. Aber sie hat jetzt nicht mehr Zeit. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich finde es unabdingbar, eine gute Schulbildung. In 5 Jahren würde ich gerne schon irgendwie mit der Karriere angefangen haben. Sicher schon wichtige Wettbewerbe gewonnen zu haben. Ja, Namen zu haben. Trotz des hohen Zeitaufwands ihrer beginnenden Karriere arbeitet Elea auf die Matura hin. Das berufsbegleitende Gymnasium erlaubt ihr dabei eine flexible Studienplanung. Ist die Aufgabe auch gut, dann easy. 20 Minuten Zeit. Ich habe schon gute Kolleginnen. Auch solche, wo ich jetzt enger etwas damit zu tun kann. Aber ich mache nicht viel ab, sagen wir es so. Also jetzt im letzten halben Jahr etwa 4-5 Mal. Etwa so, ja. Also es ist ein höherer Preis, finde ich. Das ist noch nicht so lang, dass ich einfach das Gefühl habe, dass sie das wirklich will. Vorher bin ich einfach die, die sie fein und dezent darauf aufmerksam gemacht haben. Du, Elea, jetzt müssen wir noch geübt, jetzt Elea, jetzt machen wir noch das, Elea, jetzt machen wir noch das. Und sie hat schon wollen, aber nicht, also nicht, es ist einfach für sie ist klar, dass Mami schaut einfach und die Mami macht dann schon und die Mami tut dann schon. Und jetzt, seit war, ja, vielleicht seit einem Jahr, so habe ich wirklich gespürt, dass sie das wirklich will.
ich im Prinzip möchte etwas zusammen machen mit Leuten, welche richtig verstehen, dass in unserem Beruf gibt es keine Grenze für hohe Punkte. Und deswegen, dass im Kunst immer muss weiter suchen, entwickeln und immer kann etwas Neues finden.楽器を本当に自分の体の一部みたいに自由自在に扱えるようにによってどんな表現も苦もなくできるようになるっていうのはすごくもっと練習しなきゃいけないし全然足りてないけれども。 ストレスはなかったと思うんですね。遊びに行きたいのを無理やり連れて帰ってきてっていうのはなかったけれど、ただまあやっぱりだからといってね、自然に任せてて練習するようなそんな人いないから、親だからやっぱりある程度なんていうのかな、そういうある日はやってある日はやらないんじゃなくて、毎日そういうものなんだって覚えていくことでもって子供はやっぱりモチベーションできてくると思うから。 Ein entscheidender Punkt war, wo wir dann zu Professor Bronk gekommen sind, weil dann ist es einfach noch professionalisierter geworden. Und Delia hat noch mehr müssen üben und mir war einfach mehr unter einem Druck gewesen, noch mehr. Und dann hat es schon Zeiten gegeben, wo ich mich gefragt habe, ja, hat denn da Delia überhaupt eine Chance und ist das eine optimale Förderung jetzt für sie bei ihm? Mal, ich hatte schon auch Zweifel gehabt. Konzentriert, nicht gerissen, bitte. Okay, gut, aber du bei Ende. Das ist gut. Und das mach so. Nee. Aktiv, voll, aber nicht aggressiv. Ja? Hör, bam, bam, bam. Gut. Nur kleine Sachen. Yes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sehr gut. Gefällt dir nicht? Aber warum sie akzeptiert auch erste Variante? Warum? Weil sie nicht immer das macht, was ich sage. Nein, sie sind immer zufrieden. Sie müssen nicht immer zufrieden sein. Ja. Ja, bitte. Es gibt so viele verschiedene Klänge von Piano, bis Forte, bis Fortissimo, ja. Bis süß, bis leidenschaftlich, bis König, tiefgründig. Um das umzusetzen, ist extrem schwer. Das ist wahrscheinlich fast noch schwerer als jetzt Technik.
Klavier auch sehr große Kunst, ein Urteil zu kriegen. Aber dort elementare Ton kann man jede, sie auch können das, ein bisschen das klopfen und kommt wie bei mir auch ein. Ja? Versuchen Sie einmal Geige oder Cello nehmen und einen Ton produzieren. Versuchen, wird nicht klappen. Und von dieser ersten Arbeit schon sieht man diese Persönlichkeit, dass ein spricht mit einer weichen Stimme, zweiter spielt mit strenger Stimme, der dritte spielt mit Anekdoten, vierter spielt und so weiter, wie eine Individualität.他のことやる時間が少なくなったからといってそれはもうしょうがないし、そう、それだけ一生懸命やるって決めたんだったらね、何か犠牲にしなきゃ何も成功できないし、ich würde gerne mal so zwei Wochen aus meinem Leben verschwinden und schauen, wie es anders ist. Aber rundherum denke ich auch, mein Leben ist sehr spannend, so wie es ist. Und ich
lerne extrem viele Leute kennen, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Und ich habe viele Orte gesehen, wo du sonst nie hin würdest gehen, oder? Man ist jeden Tag dran, und zwar jeden Tag stundenlang dran. Und es ist nicht immer lustig, also das ist einfach so. Aber ich denke, wenn man nachher Erfolg hat, dann wiegt das wieder auf. Man hat wieder etwas davon. Und das spornt einem wieder an, um zu sagen, jetzt muss ich noch mehr arbeiten, jetzt muss ich noch mehr dran sein. Wow, das ist ja fantastisch. Hey. Super. Mega! Wow, am liebsten bist du einfach in den Schnee rein. Jetzt willst du einfach Ski fahren. Wieso? Ich bin hier tot. Und? めっちゃね、全然どこにも当たなくて、あそこの岩に当たってかなくて、うん、毎回ここに来るの楽しみにしてるし、すごく毎回来るたびにすごい刺激を受けるので、何ヶ月もこっちにいっぱなしだったりすると、たまに日本が恋しくなったりね、家族も日本にいるし、たまに恋しくなりますけども。Wenn mal so ein Tag ist, wo du wirklich sagst, ich habe absolut keine Lust, dann ist die Versuchung schon groß, dass man es nicht macht. Wenn ich weiss, ich gehe jetzt an einen Wettbewerb, dann ist klar, dass ich üben muss. Ich muss nicht gewinnen, aber schon in der ersten Runde nach Hause gehen, ist jetzt nicht mein Ziel. Ich glaube, wir können einfach ab und zu, also wenn du Lust hast, ein bisschen mehr diese Gypsy, so ein bisschen diesen Charakter manchmal, ein bisschen mehr Zeit nehmen einfach. Wenn du einfach zum Schluss kommst, das ist wirklich also das ist quasi in dem Moment, wo du gerade aufhören wolltest, einfach dann irgendwie einsteige und dass man das noch mal einfach zusammen machen kann. Ja, mal gucken. Wollen wir mal mit, oder?
ein junges Mädchen, also eine junge Frau wird sie. Und ich glaube, jetzt ist nicht mehr einfach der Jö-Effekt, Jö wie herzig und wow, spielt die gut, sondern sie kommen jetzt langsam in das Alter, wo sie sich mit sogenannten erwachsenen jungen Geigern messen müssen. Sobald ich auf der Bühne stehe, mit der Gige und die Leute hören zu, man kann schon auf und nach sagen, das ist meine Welt. Elea hat den Spezialpreis für Künstler unter 18 Jahren gewonnen. Für eine Auszeichnung im Wettbewerb hat es diesmal nicht gereicht. Seit März waren wir keine zwei Wochen daheim. Und von Art freue ich mich jetzt schon, wieder mal in die Schule zu gehen, wenn es nur ein Tag ist. Ich habe jetzt die alle schon sehr lange nicht gesehen, sicher etwa 6 Wochen oder so. Es ist schon anstrengend. Klar ist eigentlich, Reisen ist mega cool, Orte sind schön, meistens. Aber mit der Zeit würde ich auch gerne mal wieder daheim sein. Ja. Also. Aber not only Technik, Melodik. Hier. Si, la, re, do, re, re. Diese. From here, yeah? Little less, more, yeah? Naja. Da, also, little vibrato hier. Hier, ja? Aber, kannst du diese 4 Noten without accelerando, without diminuendo? Ja, noch einmal. Again. Ja, gut, aber can you this not longer by string? Diese. Exactly your theme, ja? Oh! Dann will es. Nur beginnen.
もちろんコンサートっていうかコンクールだったりするとプレッシャーもすごいですし、一番辛いの指なんですよ。あのコンクールの前とか11時間ぐらいずっと座ってたらちょっと切れてきて、まあ時々体に無理がいくことあるんですけど。注意してください。Finger bow sound. Finger bow sound. Yeah. Вот это. Finger japanese. Нет, 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 один. 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 Можете нота, да? Please, again, this. さらに弾きたくなくなるんですね。もう5日以上弾いてないと自分は多分下手になってるに違いないと思うんですよ。で、下手になってる自分の演奏を聞けないんですよ。だから怖いですね。で、怖くて音出せなくて、で逃げるようになるの。そうだから、あ、やめようやめようみたいになって、でそうするとまあ、うん、下手すると10日ぐらい経ってたりすると、でもそろそろやんないと本当に取り返しがつかないなって、やばいなって思うとやりますけど、でそれからまとめてガーって弾いて元に戻るというか、まあ、あの、ね、そんなに、でその時にも10日ぐらい、まあ、やってやっと時間ができて、まあ、そろそろ練習開始してっていう感じになったら、もうドア閉め切っちゃって入れてくれないんですよね。要するにリハビリするまで恥ずかしくて聞かせてくれない。ちょっとでもよかったら「何!」とか言われてパターンとか閉められて、うん。Für mich war nicht Ziel, dass dieses junge Talent wird fantastisch können, wie alle Finger benutzen bei Instrument oder ganz schnell spielen. Natürlich, Professionalismus, das muss ohne Kompromisse. Aber nur, wenn es geht in die rechte Richtung, eigene Persönlichkeit. Hey, Schender! Tempo is good, but here, when do you spring? No. Only note. Te, te, da, 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 da. Yeah? Are you? Давайте проветрим немножко. Wenn ich arbeite mit solchen wie Elea, Mone, ну, andere auch, ja, ну, in diesem Fall, dann nach dieser Arbeit ich bin auch reicher, ich auch lerne. Und wenn ich komme zum nächsten, ich bin mehr reich und kann auch mehr geben. Und das ich spüre bis heute immer und hoffe, dass weiter wird noch das dauern. Genau. Ага, а то самое, ну в принципе, то самое уехал Даниэль, она может играть и вторую тоже. Конечно. Почему нет? Возможно вторую, да? ロシア人みたいに人を、まあ一人でもいいから感動させられるっていうのは自分の目標です。うん、夢だし。それもある意味さ、技術面かもしれないよ。感動させられる技術ってことじゃなくて、じゃあそういう人たちになるためにはどうしたらいいかって。それは自分が表現すればいいんじゃないの？表現すればいいんじゃないのじゃなくて、だからどういう人になっていきたいかってことよ。人間として、うん、人間性を出すものじゃないの、うん、だったら人間性をもっと磨くしかないね。
どうやって磨くんだなっていう話だよね。Dass die jungen Virtuosinnen einmal bekannte Künstlerinnen werden, kann niemand garantieren. Auch nicht ein Meisterlehrer wie Zakhar Brun. Doch Mone und Elea arbeiten weiter an ihrem Traum. Ohne Gige würde ich unglaublich viele schöne Sachen nicht erleben. Eben darum bedeutet mir Gige unglaublich viel.